Moin Moin, mein Name ist Hamburg der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. So, heute wird noch ein bisschen repariert. Reparatur. Ja. Okay. Reparatur. Reparatur. Tu uns einen Gefallen, Schatz, und hör auf zu singen. Danke. So, Blade Traps, wie viel kann ich denn überhaupt machen? Bladetrap. 9 kann ich hier bauen. Ich baue mal 9, ne? Mhm. Das dauert bestimmt 14 Minuten. Schaufel da. Ups, die sollte ich nochmal reparieren. Mache ich auch mal ganz viel Eisen, damit wir dann in unserem coolen Dingsbums. In unserem coolen Graben, um den ich mich gleich kümmern werde, so, jetzt habe ich's, auch am besten schöne Eisenstangen sind. Ne? Ja. Ich versuche mal diesen Hang da ein bisschen breiter zu buddeln. Mach das. Schaufel, Schaufel da. Dann nehme ich mir vorsichtshalber ein klein wenig Stahl mit. Ups. So. Oh, hier ist ja auch schon ein Loch. Das ist bestimmt gewollt hier, ne? Das rechts nicht, nee. Das haben sie selbst gegraben. Ach so, soll ich das dann auffüllen mit Zementblöcken oder... Willst du da Fallen reinhaben? Ja, wenn das schon ein Loch ist, können wir da Fallen reinmachen. Okay. Hier sind, hier ist eine Stange, die, glaube ich, auch nicht mehr angeschlossen ist, so für den Elektrozaun. Achso, okay. Die ist mir leider im Weg. Den Durchlass für den Graben können wir ja da machen, wo mein Highway beginnt. Ja, ja, genau. Und dann rechts und links machen wir einfach Graben. Ich glaube, 2 oder 3 ist das tief. Mhm. Die Gitter waren hier nicht fertig, kann das sein? Ich glaube, die wollten wir noch breiter machen. Das kann sein. Ja. Gut, gut. Schaufel raus. Und dann... Nicht runterfallen. Zilde? Ja. Wenn ich hier so gerade runterbaue, ist das genauso, wie ich es will. Ne? Einfach so 2-3 Blöcke noch weiter weg, ne? Ich weiß nicht, wie du es willst. Also. Ne, ich mach schon. Passt schon. Das Gute ist, es ist Sand, das dürfte nicht so lange dauern.
Brauchtest du noch für irgendwas Lehm? Also in der Schmiede können wir wieder tatsächlich Lehm gebrauchen. Aber das feuert gerade schon fleißig, also können da gerade nicht mehr Lehm reinmachen. Na gut, dann später. Ach scheiße, hier ist Stein. Aber ich mache ja auch ganz viel Lehm gerade wieder. Weil das muss ja auch auf jeden Fall tief genug sein, dass die Zombies hier nicht raushüpfen können. Eingang lasse ich nochmal, sonst komme ich da nämlich nicht raus. Das Gute ist, dass ich hier nicht durch die Straße buddeln muss. Ja, die sind ätzend. Ich weiß. Hallo? Was bist du für ein... So, jetzt hab ich dich. Besuch? Wo? Ich frage nur, weil du Hallo irgendwie gesagt hast. Nein, ich habe mit einem Stück Erde gesprochen. Du sprichst schon mit der Erde. Hallo Erde, ich bin's, Mathilde. Ja, da war so eine doofe Kante, die nicht weg wollte. Aha. Ja, jeder sein Hobby, ne? Hatte Boden schon mal geantwortet oder die Erde? Och nö, das braucht sie auch gar nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich rede häufiger mal mit Gegenständen, wenn mir langweilig ist. Mir hilft es auch manchmal tatsächlich, mit mir selber zu reden, wenn ich meine Gedanken sortieren möchte. So nach dem Motto, was wollte ich jetzt eigentlich machen und so. Ja. Was wolltest du denn eigentlich machen? Na, ich buddel hier die Erde auf. Deswegen habe ich ja mit der Erde geredet, weil die nicht weg wollte. Es ist auch gemein von der Erde, dass sie nicht einfach weg will, ne? Schrecklich. Ja, voll gemein. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt hier wirklich, wenn sie jetzt hier nicht mehr versuchen können, drauf zu springen von der Seite und wo sie dann sonst kommen. Ja, ich wollte auch noch gucken, ob ich vielleicht irgendwie tatsächlich da, wo wir sind, irgendwie so einen kleinen Käfig eigentlich mache, weil wir können da ja durchschießen und dann können sie da gar nicht mehr drauf, weißt du? Ja. Du, ich bin gerade überlegen, hier unten in der Ecke wollten wir auch eine Blade Trap setzen, ne? Kann sein. Weil dann können sie doch gerne von mir aus hier so lang laufen und dann gerne reinfallen. Oder meinst du, sie machen dann die Mauer kaputt? Dann sollten sie schon auf jeden Fall auf die Blade Trap fallen. So. Das letzte Stückchen buddel ich erstmal noch nicht weg. Damit ich, wenn ich die Fallen aufgestellt habe, hier auch wieder rauskomme. Hier die Ecke hier, meine ich. Weil hier hinter müsste noch Platz sein für eine Blade Trap, weißt du? Vielleicht laufen sie so, oh, ich bin ein Zombie. Entweder hauen sie hier gegen die Wand, das doof wäre. Hier rüberspringen würde ja nichts bringen, aber sie würden es vielleicht versuchen und dann hier in so eine Blade Trap fallen. Autsch. Nicht wehtun. Dann helfe ich dir mal. Das ist aber nett von dir. Ja.
Ach, das waren das Schotter. Trinke Flüssigkeit. Okay, mach ich mal. Hallo. Habe ich auch schon gemacht. Aber nicht ganz bis zum Schluss. Genau da erstmal aufhören, damit man da rauskommen kann, weißt du? Hast du aber einen schmalen Graben. Ja, erstmal. Da kommt noch ein zweiter. Erstmal die erste Reihe und dann die zweite, damit man erstmal die Tiefe hat, weißt du? Stückchen für Stückchen. Hallo Heinrich, ich sehe dich. Hallo Mathilde. Du hast meine Einladung noch gar nicht angenommen. Hab ich. Doch. Ah, hinter uns auch schon eine, die man nicht gehört hat, so eine Bitch. Eine Hündin? So, jetzt hast du aber auch Punkte gekriegt. Ja, jetzt habe ich auch Punkte gekriegt. So, ich guck mal, was das Eisen macht. Oh, hier muss auch repariert werden. Oh, hier muss ja repariert werden. Eieieiei. Ja, ja. Eieieiei. Krieg ich das nicht weggegraben? Na, dann haben wir den Graben ja schon erledigt. Das ging ja richtig schnell zu zweit so, ne? Ja, hier mussten wir ja jetzt auch nicht durch die Dings... Ja, durch den Stein. So. Was wollte ich noch? Ich wollte etwas sehen. Ja, ich weiß, ich murmel schon wieder mit mir selber. Böse Mathilde. Ganz böse Mathilde. Haben die das da auch versucht anzugreifen? Was da wollte ich? Noch Stahl. Ach, hier ging der Beton leer. Bei den Stahl brauche ich noch nicht so viel. Okay. Bitte? Ich habe nur eine Stelle gesehen, wo dein Beton leer gegangen ist oder du keinen Beton mehr hattest. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Oh, das ist ein bisschen zu hoch. Bisschen tiefer, tiefer, tiefer. Zack. Hier bin ich ja auch noch nicht ganz unten, wie ich mal geplant hatte. Ach ja, die schöne Mutter Natur.
Was ist mit der? Also eine künstliche Wand, wie die entstanden ist. Ist ja voll Ja, wunderbar, natürlich. natürlich. Ups. Quatsch, da ist schon wieder alle. Das ist schlimm. Ja, wir haben echt hohen Verbrauch. Ja. Ja, aber diese Blöcke halten wenigstens vernünftig. Ja, also ich möchte nicht wissen, wie weit die Zombies vorangekommen wären, wenn wir da nicht diesen Stahlbeton gehabt hätten. Ich bin am Überlegen, diesen Übergang, der dann heile bleibt quasi, den schön vermiehen. Das kann man machen, aber das hält natürlich nicht lange. Das ist dann nur eine Mine, ne? Ja, ich weiß, aber... Ach, weiß der Minen. Ja, ich weiß, du stehst auf Minen. Oh, was macht denn eigentlich mein Feld? Hallo, Feld! Yay, ich kann ernten. Hurra. Und vielleicht kann ich dann schon mal mein erstes Gericht mit Superkorn machen. Superkorn. Superkorn. Supercore. Ah, dann könnte man dann auch den Graben, wenn ich hier runterbaue, auch verlängern. Das ist ganz gut. Superkorn, 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 Korn, Korn, Superkorn, Superkorn, Superkorn. Hör auf zu singen, sonst muss ich dich umbringen. Nicht very nice. Noch kein Spott. Dann die gute alte Handarbeit. Sollte bestimmt nicht so doppeldeutig klingen, wie es klang. Nein. Also, wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Aloe Vera mittlerweile da. Ja, ich laufe auch immer mit 10 Verbänden mittlerweile rum. Aber wenn man jetzt auch als Standardgegner so Leuchtezombies hat, dann braucht man die auch. Naja.
Ah, du stellst Stacheln auf, ich hör's. Mhm. Eisenstacheln. Ich finde, die sollten wir uns auch leisten, die Eisenstacheln. Ja. Oben die Stacheln haben sie ja ratzefatz letztes Mal weggemacht und dank dem Bullen. Ja. Die dürfen halt nicht explodieren. Ja. Aber sie gehen auch gezielt auf diese Fallen, ne? Also sie haben ja echt reingebildet, um diese Stacheldrahtfallen platt zu machen, um irgendwo besser lang zu kommen. Also es hält schon auf. Es ist billig und davon kann man viel produzieren. Ja, gut, die Eisenstacheln sind schon recht teuer dann. Richtig. Ah, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Warum? Es wäre immer noch das Beste, wenn man die einfach mit Stein tot schmeißen könnte. So. Also die Seite des Grabens ist soweit very fertig. Stell dir vor, wir könnten so Fallen bauen wie bei Indiana Jones, Tempel des Todes war das, glaube ich, mit diesem rollenden Stein. Sowas bauen wir dann auch. Hier müssten wir dann eigentlich auch eine Blade Trap. Ja, wobei, den Übergang vielleicht gar nicht so sehr. Den Übergang? Weiß ich nicht. Da würde ich ihn einfach mit billigen Pfeilen zumachen, damit wir hier nochmal rüberkommen. Hm. Ja, einfach oder mit Stacheln. Du kannst den ja absäbeln und wir machen dann, wenn wir tagsüber laufen, einfach diese Holzrahmen hin und zack, fertig. Hm. Also eigentlich. Ja gut, aber der Sinn und Zweck ist ja, dass wir tatsächlich einen schmalen Durchgang haben, wo die Zombies optimalerweise rüberlaufen. Dass die halt nur von einer Stelle sozusagen kommen. Das ist ja eigentlich der Gedanke dahinter. Naja, aber dann würde ich trotzdem da irgendwas hinsetzen, damit sie nicht so schnell durchkommen. Hm. So, wie sieht's hier aus? Ja. So. Ich gehe in meinen Keller. Ja, mach das. Ach, verdammt, ist ja schon so spät. Ja. Wir haben heute die Aufnahme etwas später angefangen, weil wir gestern länger aufgenommen hatten. Da habe ich gerade nicht dran gedacht, weil ich war gerade so im Hackeflow. Im Hackeflow? Ja, da ist man eins mit der Steinaxt. Na dann. Ja, dann machen wir die Luken zu und dann gehe ich in die Kohlemine. Mhm. Weil, wie hießen deine Höhlen von Mordor, ne? Moria. Ach, Moria. Woher haben wir vielleicht Hunger? Muss ich was essen? In Mordor steht der Schicksalsberg. Ich glaube, wir müssen dein Herr der Ringe-Wissen mal wieder etwas auffrischen. Ja, aber nur den ersten. Vielleicht noch den zweiten. Warum nicht den dritten? Ach, diese Geister gefallen mir einfach nicht. Und dann das Gesangkram am Ende. Weiß ich nicht. War nicht meins. Aber wir haben, glaube ich, das erste Mal hier jetzt Kohle gefunden. Wie cool aus sie auch. Den ganzen Fackeln. Hat ja, die Mathilde echt gut gemacht. Ja, ich habe das schon mal gezeigt, da waren es aber nur so ein, zwei Pinkelrillen. Ja, aber was meinst du, wie Urinale. Cool das ist, wenn auch noch die, wenn es noch höher wird, ne? Also das ist ja jetzt erstmal so die Grundform, aber ich möchte das ja auch noch höher machen. Ja, ja.
Also noch eine Stufe weiter nach oben und eine nach unten, dass du halt wirklich da nur diesen Steg sozusagen einmal rüber hast. Außer in dieser Ecke, weil hier in dieser Ecke haben wir nämlich so dunkles Gestein gefunden. Und wenn wir dagegen kloppen, kommt auch schön Kohle raus. Das heißt, hier werde ich den halben Berg abtragen. Aber das ist nicht schlimm, weil da kann man mit Steinen, wenn wieder so machen, das sieht wirklich ganz cool aus, dass da sozusagen nur so ein schmaler Durchgang ist und man muss ja hier in die Ecke keine Fackeln machen und dann sieht man das vom Thronsaal aus nicht. Ach, soll ein Thronsaal werden, okay. Ja, da kommt noch ein Thron hin, aber pssst. So einer wie bei Game of Thrones? Nein, cooler. Cooler? Das siehst du dann schon, wenn du so weit bist. Aber erstmal muss der Thronsaal soweit stimmen, bevor ich da... Also der ist außenrum. Da ist mir gerade... Das ist halt mein Nachtprojekt, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Nein, nicht dahin. Setz da. Das hört hier gar nicht auf mit der Kohle. Hast du mal geguckt, wie tief wir sind? Nicht, dass ich mich hier irgendwie hochgrabe und irgendwo dann rauskomme bei uns in der Basis oder so. Ich glaube nicht. Aber richtig dick Kohle hier. Wenn wir das nochmal in Nitrat hätten, wäre schön. Ey. Oh, das wäre ein Traum. Was wollen wir überhaupt am nächsten Tag machen? Du hast doch noch die Schatzkarte. Ja, die habe ich irgendwo hingelegt. Stimmt, wir hatten eine Schatzkarte gefunden. Die sind ja auch seltener geworden. Wir konnten der Schatzkarte folgen. Gefährlich. Also nächster Tag Schatzsuche. Genau. Ja, ich würde sagen, wir graben hier noch so ein bisschen. Oh! Ich gehe mal nach oben. Wieso? Was gehört? Ja, da ist was draußen los. Ah! Viel, oder? Ich habe nur gehört, dass da was ist. Oh. Auf die Mauern! Das wollte ich schon wieder singen, aber ich darf ja nicht singen. Nee, nur im Offscreen darfst du singen. Oh, das ist echt nicht wenig. Was sind da hinter deiner schönen, unnatürlichen Mauer? Ah, mach die kaputt. Das funktioniert mit dem Weg auf jeden Fall. Da, genau, da müssen wir, da müssen wir den Graben noch verbreiten, weitermachen. Ja, das sieht man nämlich leider von hier nicht. Ja. Wenn die Netze. Ach da, guck mal. Hä? Guck mal nach oben. Oh, du hier. Oh, da hab ich voll. Ah, ist gut. Super. Ach, da ist noch einer. Ja, den Graben müssen wir da verlängern und dann so einen Durchbruch machen. Oh, da ist noch einer. Ich mag dieses Geräusch, wenn die Fallen schnitzeln. Ist da noch einer? Ja, in der Entfernung. Wir brauchen wieder mehr Licht irgendwie. Schön. Ach, da kannst du hinten. Ist auch tot. Okay. Schön mit Schleichschaden.
gekillt. So, aber jetzt würden wir mal einen Break machen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.